Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es tatsächlich weiter mit der Lambo Motorblock Montage. Wir wären eigentlich gerne schon viel, viel weiter. Aber ich sag's, glaube ich, echt in jedem Video, das zieht sich jetzt schon so lange, dass wir es jetzt dann auch wirklich perfekt zu Ende bringen wollen. Mhm. Weil meine Ambitionen, diesen Motor nach kürzester Zeit wieder kaputt auszubauen, sind relativ gering. Weil auch einfach an diesem Auto so schwer zu schrauben ist. Und deswegen muss hier einfach alles sitzen. Im letzten Video habt ihr gesehen, wie wir die ganzen Kolbengewichte angepasst haben. Selbst ich mal wieder komplett unterschätzt, was es halt einfach heißt, dass man 10 Zylinder und nicht 4 oder 6 Zylinder hat. Weil man macht halt einfach alles 10-mal. Und es ist halt einfach auch nicht so, dass man sagen kann, ja, beim ersten Mal dauert es lange und die anderen 9 gehen dann schnell. Nee, es dauern einfach alle 10 lange, ne? Ja. So. Und dann war ein letzter Punkt letztes Mal, habt ihr ja im letzten Video gesehen. Irgendwie hat man doch ein bisschen Bauchschmerzen damit, die Kurbelwelle jetzt wirklich ungewuchtet einzubauen. Mhm. Wir wussten nicht, was Björn da dran gewuchtet hat. Er hat auf jeden Fall gewuchtet. Wie lange ist das her? Das ist alles 5 Jahre her. Wir haben seitdem etliche Sachen geändert. Mal wieder ein anderes Schwungrad, ein anderer dies, das, jenes und so weiter. Deswegen haben wir die jetzt noch einmal wuchten lassen. Die ist noch einmal frisch überpoliert. Und sieht jetzt auf jeden Fall so geil aus, dass man es auch wieder einbauen kann. Ja. Schickes Teil. Wenn man sich anschaut, wie komplex die Kurbelwelle ist, wirklich so eine V10 mit den versetzten Zapfen und so. Alter Vater, das ist schon brutal. Hätte ich hier schon Neupreis gesagt für? Nee. Schätze, bei Lambo? Boah, 15. Na, da kriegst du 2 für. Okay. Ich bin von Arrow viel gewöhnt. So, aber immer noch 8. Ja. Also vor 5 Jahren oder so, ne? Ist schon wahnsinnig. Ja, aber wenn du überlegst, was kostet ein Original Lambo-Kolben? Naja. 500 ja. Euro. Nee. Wie viel war das? Richtig viel. Ja, doch, waren glaube ich 800 oder so. Alter, ein Kolben. Ja, es gibt manche Teile, die sind brutal teuer, manche gehen. So, die Welle ist jetzt auf jeden Fall schick. Das heißt, wir können jetzt endlich weitermachen mit der Montage. Mhm. So. Ich war gerade wieder fassungslos, als ich das Ding hier seit langem mal wieder gesehen habe, wie geil das doch so mit den Buchsen aussieht, ne? Das ist schon... Hast du den Datsa-Motor gesehen? Ist schon Porno. Ja. Der sieht genauso aus. Also das ist... Die Buchse ist leicht identisch, aber irgendwie ist was mit der Guss, mit der Legierung des Blocks ein Ticken anders. Und zwar, wenn ich den Datsa plane, den plane ich mit dem Stahlmesser, dann habe ich in dem Video gesagt, dass Stahl und Alu gleichzeitig planen immer unangenehm für die Schneide ist und dass das dann so Riefen gebildet hat, Nachschneiden oder so ähnlich, hier Aufbauschneide, und das ist bei dem Motor überhaupt nicht der Fall. Mhm. Das heißt also, so vom Grundmaterial des Blocks ist das irgendwie schon anders. Der schimmert auch so ein bisschen farblich, immer wenn man so drauf guckt, finde ich. Ja, weil der einfach schon zum 74. Mal in der Waschmaschine war, glaube ich. Ja, wie oft der auch... Ich glaube, dieser Motor hat ungelogen, dieser Block, seitdem ich ihn ausgebaut habe, 5000 Kilometer gesehen. Mhm. Also im Kofferraum. Der ist wirklich, glaube ich, 5000 Kilometer durch die Gegend gefahren. Ich glaube, es reicht nicht. Ja. Von zu Björn, von wieder Björn NG, nach Hause, ne? Zu NG, nach Hause zu NG, zu Björn, hierher, dahin und so weiter. Der hat schon was gesehen. Deswegen bringen wir das jetzt auch zu Ende, aber muss halt perfekt werden. Ne? Aber bisher sind wir auf einem guten Weg. Je weiter wir uns hier reinsteigern, je besser, glaube ich, also je besser mein Gefühl, dass es wirklich ein krasser Motor ist. Ich merke das ja auch, du machst überhaupt gar keine Kompromisse. Wenn da irgendwas jetzt nicht gepasst hat, nee, dann willst du das lieber irgendwie... Weißt du, ich kann mir vorstellen, bei so einem VR6 vom Oma... Ja, aber ist mir egal. Ja, lass du das zusammen und fertig. So, da ist es aber auch so, erstens, ich sag jetzt mal Beispiel, Limo oder VR6 Motor sind für mich alles Motoren, wo ich weiß, dass sie kaputt gehen werden, ja. Weil wir sie spätestens irgendwann überbelasten und kaputt spielen. Ich sag jetzt, ich nenne es jetzt mal kaputt spielen. Ne? Wird bei dem Motor aber nicht passieren. Der muss einfach laufen. Der soll jetzt nicht mit 800 PS laufen. Der soll schon richtig Leistung kriegen. Aber das ist nicht so ein Ding, wo man immer weiter dreht, bis es irgendwann peng macht. Aber wir haben uns schon über die Spreizung des Vs unterhalten. Ne? So, aber nee, das wird gut. So, genauso ungefähr... Eigentlich müssten wir mittlerweile die Bolzen ersetzen, weil die, glaube ich, mittlerweile auch schon Minimum 20 Mal gezogen wurden. Ja, aber solange wir die nicht überstrecken, passiert nichts. Also, wir haben eben gerade schon die Ölspritzdüsen reingemacht. Habe ich zum Glück heute Morgen vorm Losfahren noch dran gedacht, bevor die Kurbel immer reinkommt, müssen ja mal die Ölspritzdüsen rein. Die sitzen, ganz wichtig dabei, immer Schrauben einkleben, weil kommt man nie wieder ran. Ja. Und jetzt kommt nämlich das Problem, wo ich... schon ein bisschen Vorahnung habe, dass das heute noch ein langer Tag wird.
weil das war ein Riesenthema bei Limo immer. Platz mit der Ölspritzdüse, wenn der Kolben nach unten fährt. So, das heißt, bevor wir das Ganze jetzt zusammenbauen, final, müssen wir leider nochmal wieder Probe stecken und einmal uns angucken, heißt Kurbelwelle einfach nur reinlegen. Hattet ihr euch nicht mit Björn, als er die Kolben konstruiert hat, die da unten angeschaut, boah, wie der Platz war? Weil das müsste theoretisch vor der Konstruktion passieren. Nee, also ich würde jetzt mal vermuten, nee, haben wir nicht, weil wir waren auch damals noch gar nicht so tief drin in der Materie. Guck mal, okay, das ist ja alles 5, 6, 7, 8 Jahre her. Wenn ich jetzt überlege, damals, da hatten wir noch nicht so viele Limo-Schäden durch abgerissene Ölspritzdüsen, weißt du? Mhm. Das, da hat man einfach gemacht. Schieb mal da unten rein. Also es geht jetzt darum, dass der Steg nicht auf die Ölspritzdüse anschlägt. Das können wir jetzt in etwa machen. Ja, ich weiß nicht, ob wir das machen wollen, weil dann könnte es sein, dass ich das Video gleich abbreche, weil ich, warum? Weil ich Baustelle sehe. Oh, yo. Na, okay. Ja, es ist einfach... Das ist nicht beachtet worden. Also, das Problem ist, wie ich schon... Also ich kenne es eigentlich mehr oder weniger von allen Motoren, die man das erste Mal zusammenbaut, wo man irgendwas dran ändert. Wir sind jetzt noch nicht ganz im UT, also der Kolben wird später garantiert Minimum plan stehen, wenn nicht sogar rausstehen. Ne? Aber wie ihr seht, am Kolbenbolzen ist der Kolben ja gerade vollkommen falsch drin. Der muss ja tendenziell eher so stehen und dann kommt die Düse hier gegen. Das Problem ist, wir können jetzt gleich nicht so brutal an der Düse rumbiegen, weil das ist empfindlich und du weißt, wenn diese Düse einen Riss kriegt oder abbricht, dann so ist Feierabend mit dem Motor. Wir haben bei Limo sogar damals sogar mal einen Test gemacht und haben sie von dem Blech abgetrennt, ja, verbogen und wieder richtig verschweißt und so. Okay. Das war immer richtig. Also ich sag mal, einen minimalen Radius, da ein bisschen rumbiegen, heiß machen, damit man da, dann geht das. Aber jetzt hier anfangen... Jetzt die entscheidende Frage. Muss die Ölspritzdüse logischerweise in die Mitte spritzen, ne? Also ja, sie darf nicht hierhin spritzen, sondern muss dahin spritzen. Erstmal nochmal kurz für die Leute, die vielleicht neu dabei sind. Ölspritzdüse, beziehungsweise nennt sich eigentlich Kolbenbodenkühlung, sitzt direkt in dem Hauptölkanal und spritzt wirklich in dem Fall dauerhaft Öl raus aus der kleinen Düse oben, sodass dauerhaft der Kolbenboden von unten benetzt und dadurch gekühlt wird. Mhm. Wird ein bisschen zur Schmierung wahrscheinlich auch beitragen? Idealfall spritzt es gegen den Kolben und dann gegen die Zylinderwand, wenn es so, ja, so einen Winkel abtritt, ne? Genau. Aber habt ihr dann noch die gleiche Durchflussmenge, wenn ihr das biegt? Wenn wir es vernünftig biegen, ja. Wenn wir es abbiegen, dann ist es ungefähr das gleiche wie ein Gartenschlauch zu Hause. Ja. Knicks. Okay, was machen wir? Wollen wir erst die Kurbelwelle reinlegen? Wir müssen die Kurbelwelle reinlegen, Pleuel. Da müssen wir auch schauen, ob da genug Platz zum Pleuel ist. Ne? Und auf jeden Fall auch mit Lagerschalen, dass das alles den korrekten Abstände hat. Hier die Führungslager. Und dann müssen wir es auf jeden Fall verbiegen, ne? Boah, bisschen biegen, bisschen fräsen. Ja, biegen aber auf jeden Fall, weil guck mal. Ja, ja. Scheiße. Wir machen mal als erstes, ich würde sagen, wir legen als erstes mal die Kurbelwelle rein. Mhm. Schon mit Lagern, so wie wir sie später montieren werden. Mhm. Und stecken dann mal ein Pleuel mit dran und legen das Ganze oben ran. Alles klar. So, eine Sache noch, wobei, das haben wir auch schon etliche Mal gesagt, ne? Hauptlager, einfach in dem Fall original. Nichts dran geändert. Ja. Die einfach trocken einsetzen, auch immer so eine Diskussionssache. Also, die hintere Fläche sollte trocken sein. Sollte oder muss? Sollte, okay. Denn wir wollen einen möglichst hohen Grip zwischen dem Block und der Lagerschale haben, dass sie sich bloß nicht verdrehen wollen. Die haben ja eine Vorspannkraft. Diese Nasen sind ja nur eine Arretierung, aber in der Theorie sollte die Vorspannung in dem Lager so hoch sein, dass es von alleine gehalten wird. Mhm. So. Was sind das für Lagerschalen? Sind das einfach original? Original Audi, ja, VW. Was kostet das Kit? Ich bin eigentlich gerade der Meinung, dass das die gleichen sind wie von Limo. Mhm. Da haben wir mal wegen King Racing drüber geredet, dass sie das nur anders verpacken und x-fach teurer machen. Ich meine, das sind eigentlich die... Also, die ist aber nicht teuer. Also, ich würde jetzt mal sagen, der ganze Satz 100 Euro. Okay. Hauptlager sind ja meistens ein bisschen teurer als Pleuellager. Die sind vielleicht ein Tucken teurer.
So, jetzt brauchen wir die allseits beliebten Anlaufscheiben hier wieder. Ah ne, jetzt wolltest du erstmal ein bisschen Öl drauf machen. Mach ein bisschen Öl drauf, ja. Hier das grüne Spezial? Ja, grüne Speziale. Du musst tiefer, oder? Ich mach gar nichts, ich führe nur. Ah, der dreht noch. Guck dir das an. Und das mit dem grünen Öl. Boah, hier sieht man das schon. Guck mal, wie knapp das ist. Schau mal hier allein. Okay, das ist noch alles okay, aber du siehst hier die Wange der Kurbelwelle. Und jetzt kommt noch das zwei Pleuel dazwischen. Herzlichen Glückwunsch. Führungslager aus dem Grund rein, weil wenn nicht, könnten wir die Kurbelwelle um 1 mm hin und her verschieben. Hast du ein, mach Pleuellager rein. Und mach einen Tropfen Öl auf die. Pleuellager gehen wir später drauf ein, wie, wo, was wir da verbauen, wenn wir es final dann Kolbenpleuel stecken, würde ich sagen. Ja. Um jetzt nicht zu sehr in den Themen zu. Auch das Grüne hier ist egal, ja. Das wird wirklich eng. Ja, ich habe gestern Abend beim Einschlafen noch drüber nachgedacht, als ich so im Kopf durchgegangen mal, bin. Wir kriegen nicht mal Pleuel rein. Wir müssen jetzt erstmal die Wange wegdrehen. So. So, ja, wenn du jetzt von hier reinfilmst, René, dann sieht man halt... Ich sehe Baustelle. So, also die kleinere Baustelle wäre jetzt natürlich einfach die Düse leicht nach links zu drücken. Mhm. So, dann spritzt sie aber logischerweise eigentlich nur auf die eine Hälfte vom Kolben. Ob das bei so einem Hochdrehzahlkolben so gut ist? Ist definitiv nicht schön. Also du sagst, musst zur Seite rüber. Wir wollen ja die Temperatur aus dem Kolben rausholen. Und die ist direkt unten am Kolbenboden. Und die Fläche, wo das Öl dann reinspritzen würde, wäre viel höher. Nix gut. Ja, dann würde ich vorschlagen. Am Ende hat man so einen Motor echt 50 Mal zusammen auseinandergebaut. Es ist immer so ein Mini-Schritt und dann wieder, verdammt, irgendwas anderes. Ja, am Ende müssen wir wahrscheinlich versuchen, ein bisschen zu biegen, aber wir müssen warm machen. Ohne warm machen läuft das nicht. Was mich auf jeden Fall dann doch wieder ein bisschen motiviert, so diese doppelte Verschraubung, diese 10-Zylinder-Kurbelwelle, sieht schon geil aus irgendwie, ne? Ist schon Chef. Hier müssen wir drauf achten, ne? Dass die hier auch in der richtigen Position ist. Denn ich sehe, wenn der jetzt gleich rübergebogen wird, wird das ganz schön eng am Pleuel. Ja, die laufen zum Glück gegeneinander. Mhm. Das heißt, die sind wirklich... Also man sagt, da soll es so 500 bis 10. Spiel nur sein. Okay, ja. Also Kolben wieder raus. Und ein bisschen biegen den Kollegen. Ah, okay, also wird es ja echt heiß machen. Ja, ich habe hier nichts anderes wie so ein Lötkolben. Da kann man die Abdeckung abmachen, dann hat man da vorne so eine kleine Flamme. Und dann ganz vorsichtig das Röhrchen an den Knick stellen, wo man will, dass das rüber geht, erhitzen und dann ganz vorsichtig rüber biegen. Ich glaube nur, leider kann die Kamera das nicht so genau einfangen. Warum? Wenn du da drin rumhantierst. Doch, du schaffst das. Hast du zufälligerweise irgendeine Schraube, die hier reinpasst? Oder ist nur noch ein Tucken kleiner, weil es ist dann deutlich einfacher, wenn wir... Was haben wir denn da? Weiß ich nicht, 14 oder 16 Millimeter? Ja, die geht schon. Geht nur darum, dass ich so, weißt du, guck, siehst du. Patent. Gleich viel einfacher. Käse, Patent, Hebehaken. Sehr wie eine Operation am offenen Herz. Ich fühle mich eher gerade wie beim Zahnarzt. Rohr halten, Absaugung. Komm, steck mal rein. Also wenn man, guck mal jetzt von hier, René, das, man sieht schon echt, dass da was passiert ist. Im Verhältnis zu der hier? Ja.
Aber es reicht leider noch nicht. Ja? Guck mal, wir haben jetzt hier 3 mm vielleicht zum Schraubenzieher. Wenn ich genau Mitte Schraube gehe. Und hier sind wir gerade anliegend. Also 1-2 mm würde ich ihm schon nochmal geben. Klung ab. Ist zum Glück ein Audi-Teil. Ist nicht so teuer. Wenn man jetzt halt Feierabend heute. So. Lass mal testen. Erstmal. Geht jetzt so eine schöne Banane. Ja, aber ist eigentlich cool, ne? Also. Alter, und das Ganze 10-mal. Alter. Ja gut, wenn wir es jetzt einmal gemacht haben, wissen wir, in welche Richtung wir müssen, in etwa. Und dann kriegen wir das ein bisschen schneller durch. Also so würde es jetzt in Anführungsstrichen gerade sitzen, aber wir müssen trotzdem die Kurbelwelle mal reinstecken. Lass mal einmal. Ja, ich halte fest. Alter, da ist ein... So, jetzt gucken, müssen wir mal einmal gucken hier, wie die hier aufeinander... Okay, das Gute ist schon mal, sie sind wirklich fast... Also man kann fast sagen, es läuft außen. Das Problem ist, der Platz zum Pleuel ist auch kritisch. Also guck mal, wir sind jetzt... Also das jetzt, geht. Jetzt sehen wir ja gerade, wir sind gerade so pleuelmäßig, sollten wir so bleiben, ne? Aber Kolben, guck mal, der kommt hier an. Wir müssen am Kolben was wegnehmen. iPhone, regelt das. So, guckt euch an. Ja. Da ist einfach zu wenig Platz. Kann ich jetzt so ein bisschen hoch und runter bewegen? Ja, jetzt liegt er auch an gerade. Ja. Was würdest du sagen, wie viel muss da im Betrieb sein? Ja, wir sollten da schon ein 1/15 Luft haben. Ja. 1/15, also 0,5 mm. Ja. Okay, so jetzt könnte man ja sagen, ach, dann biegen wir es halt jetzt wieder einen Tucken noch weiter, aber... Dann kommen wir ins Pleuel. Man sieht halt, wenn du jetzt weiter drehst, sieht man halt, wie das Pleuel daran vorbeiläuft. Am Pleuel ist auch nicht mehr viel. Bisschen wäre noch, aber ich denke, das ist der korrekte Abstand zum Pleuel. Okay, ich würde sagen, wir machen Folgendes. Was natürlich ärgerlich ist, jetzt haben wir gerade alle Kolben auf Maß gebracht. Ja gut, aber wir nehmen es einfach gleichmäßig wieder weg. Markierst du das? Ja. Und dann nehmen wir das aber auch symmetrisch weg, an beiden Seiten. Dass wir dann oben und versetzt unten eine Minitasche haben. Baustelle. So ganz einfach so ein V10 zusammenzubauen. Nimm mal die Schaufel. Brauche ich nicht. Wollen wir jetzt erst alle 10 biegen oder wollen wir einen fertig machen? Erstmal einen, ne? Als Motivation. Du kannst nach Hause fahren und kommst bald wieder, wenn alle angepasst sind. Als Motivation machen wir erstmal einen, würde ich sagen. Gucken, ob der. Ja, wir müssen erstmal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Also, hier innen was weg. Und im Idealfall auch einmal hier gegenüber leicht was weg. Per Hand oder mit der CNC? Ich weiß, dass sich das Zeug per Hand scheiße fräsen lässt. Und das haben wir ja schon beim... Weil das echt dreimal schon gehärtet ist, das Alu-Zeug. Und relativ zähe Legierung ist. Ja, ja. Am liebsten, damit es ordentlich auch gleichmäßig ist. Wir müssen das Gewicht ja... Ja. Die Düse steht da ja... So leicht schräg rein. Das heißt, wenn wir uns vorstellen würden, das hier ist unsere Düse. Also Variante 1 ist, du fährst halt mit dem Fräser so einfach rein. Oder so ein bisschen schräg, weil wir eigentlich ja gar nicht auf der ganzen Tiefe. Ja, ich will das Material auch nicht zu, ich will auch nicht, also es passiert jetzt hier nicht, aber ich will es jetzt auch nicht so extrem schwächen, weißt du? Also leicht schräg wäre gut. Okay. So auf kleinen Winkeltisch. Und dann da einmal reinfahren, weil 5-Achs ist noch nicht da. Hätten wir 5-Achs, hätten wir schnell 9 Kolben gemacht. ja, ich würde sagen, was natürlich cool ist, man weiß jetzt natürlich dann in Zukunft, wo die Tasche theoretisch immer sein muss. Ja, guck mal, bei so einem, wo habe ich denn hier so einen Datsa-Kolben? Warte, habe ich ja eben noch hier in der Hand gehabt. Hat hier einfach so eine Aussparung und die ist vom Steg einfach nach außen gesetzt, weißt du? Dann würde es perfekt passen. Ah, okay, ich sehe es. Hier haben wir die Stege außen laufend.
und teilweise innen laufend. Mhm. Optisch schöner finde ich natürlich so, aber das hat wahrscheinlich genau einen Grund, weil da natürlich genau die Düse ist. Ne? Genau. Und da Francesco eben nur das eine Muster hat, hat er das so gemacht. Wie wir es damals mit Björn konstruiert hatten, ne? Aber übrigens echt der Wahnsinn, was du hier mittlerweile so an IRP-Kolben rumfliegen hast. Oh, ohne Ende. Echt, das bin schon ein paar. Ne? Das Schlimme ist, ich kenne mich ja nicht so mit allen Motoren aus. Ja, vor Ort, Peugeot, alle möglichen Leute rufen an und ich muss mich erst voll mit informieren, bla bla bla, und dann weiß ich, okay, welcher Kolben gut für den ist. Ne? Weil dann kommt ja immer dazu, welche Bohrung, welche Verdichtung. Genau, was funktioniert. Das ist ja auch immer so, man weiß ja, du weißt ja bei VW, was funktioniert gut, was beim VR6 oder was. Ne? Und das ist Erfahrung, die man mit der Zeit sammelt. Okay, Andi baut kurz eine Vorrichtung, wie wir das Ganze einspannen. Ja. Dann sind wir gleich wieder zurück. Okay, alles klar. Also, da du ja leider nur eine Dreiachs hast, musstest du jetzt den Kolben auf dem Tisch leicht schräg stellen, weil wir ja die Tasche oben so leicht schräg fräsen wollten. Ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, bist du jetzt an der CNC gleich, aber konventionell im Rad. Ja, ganz normal hier ein paar. Bei Handjog hier kann ich die Achsen einstellen und dann kann ich hier ein Zehntel oder Hundertstel Vorschub rein rausfahren. Das geht schon relativ gut. Das heißt, ein Knopf falsch gerückt, du fährst halt einfach durch den Kolben. Ja, übertrieben. Also, also es ist hier, wenn ich jetzt mal ein Z rausfahre, guck mal, jetzt ist jeder Klick ein Millimeter. Das heißt, hier geht es richtig zur Sache. Wenn ich jetzt auf Zehntel stelle, ist das schon nicht mehr so schnell. Bei Hundertstel. Ja, genau, aber angenommen, du denkst, du bist auf Millimeter, bist aber eigentlich dann denkst, Party. Würde die auch so durch den Kolben durchfahren? Ja. Alu, ja, ne? Scheißegal, ne? Alu, egal. Ich sag jetzt nicht, dass das eine besonders starke. Ey, ich hab Angst, was machst du da? Der fährt da. Vor allem, ich hab voll Angst, wenn man an diesem Ding, weil hier hast du kein Gefühl, du musst hier wirklich klick, 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 klick. Verstehst du? Bam! Alu, okay. Also das ist keine starke CNC. Feierabend, nächste Video, neue Kolben für. Aber in Alu fährst du dadurch alles durch. Okay. Ja, die Halterung ist jetzt gleich so, weil wir jetzt logischerweise 10 Kolben, 2x, 20 genau, Taschen machen. Ich habe da nur einen kleinen Anschlagpunkt. Am Ende fahre ich da eh manuell ran, aber so in etwa, dass wir hier für den richtigen Punkt landen. Okay. Versuchen wir mal unser Bestes. Was meinst du, wie tief müssen wir? So. 5500 Umdrehungen. So, jetzt habe ich auf die Y-Achse geschalten. Jetzt fahre ich da so langsam vor. Ein bisschen tiefer, glaube ich. Ich will in den Steg nicht reinfahren. Ich will so kurz davor kommen. Jetzt habe ich Hundertstel Vorschub genommen. War jetzt echt einfach nur per Gefühl da reingefahren. Lass mal schauen. Guck mal, Phil, ist das okay so? Oder ein bisschen mehr. Das sieht auf jeden Fall geil aus. Ich würde sagen, vielleicht noch ein Tönchen. Sieht aus wie original. Ein bisschen, vielleicht so 13 noch mehr. Okay. Also wir müssen uns da keine Sorgen machen, wir schwächen da nirgends groß den Kolben. Sollte reichen. Gleich auf der anderen Seite. Ich befürchte, wenn wir jetzt alle durchgefräst haben, geht dann wieder spiellos alle nochmal einmal wieder mit... Also wir sollten nahezu das Gleiche hier immer rausnehmen, aber minimale Anpassungen können wir haben. Haben jetzt natürlich mit der CNC den Vorteil, dass du natürlich bei allen gleich zustellst, ne? Ja. Und dementsprechend einigermaßen gleich bist, ne? Ja. Okay, ja, dann jetzt noch die Tasche gegenüber und dann gucken wir mal, wie gut das Ganze passt. Ja, für sowas ist jetzt natürlich so eine Fräse extrem geil, ne? Ja, du könntest auch hier mit einer Rundfeile, aber... Ja, aber wie lange soll ich da feilen? Gerade wenn du einen Anschlag nach hinten immer hast, ne? Ja. Selbst mit einem Dremel. Ist ja wahnsinnig bei. Ja, lass mal schauen, wie das Gewicht hier ist. Mit noch schwerer Alkohol mir. 256,9. Ja, guck mal. Vorher hatten wir 2,26, also hast du 0,3 Gramm rausgeholt. Ja, und der auch. Also die waren ja alle angepasst. Das heißt, wenn wir das jetzt nahezu symmetrisch machen, sollte das passen. Und wenn nicht, können wir die Feinjustierung nochmal machen. Das heißt, wir müssen danach alle wieder anpassen. Nee. Also anpassen nicht, aber zumindest so, dass so, ja, während also, du da fräst, kann ich ja ein bisschen wieder anpassen. Genau, richtig. Okay, so, jetzt bin ich aber gespannt.
Hauptsache 3000 Euro Kamera, aber mit Handyfokus machen. So. Jetzt seht ihr hier schön. Guckt euch das an, wie geil das da drin flutscht. So, da würde ich jetzt sagen, ist ein guter Millimeter Platz. Ja, wie sieht es beim Pleuel oben aus? So wie eben, ne? Was hat er noch was? Oh. Ja, jetzt muss man mal ein bisschen Licht machen. Ja. Okay, ne, doch. Genug, oder? Ja. Das Problem ist, da muss man wirklich ultrasensibel sein, weil wenn da kein Platz ist, ihr dürft ja nicht vergessen, was denkt ihr, was bei 8000 Umdrehungen da drin los ist, ne? Das Ding geht 8000 Mal hoch und runter. Eigentlich geht es ja dann sogar zweimal, also 16.000 Mal dran vorbei, weil es geht ja hoch und wieder runter. Das fängt natürlich an zu schwingen und wenn da kein Millimeter ist, So ist das aber absolut ausreichend. So safe, ne? So bin ich jetzt auch wieder motiviert, sieht geil aus, so können wir das machen. Hier, wo ist der, ich habe die Tage noch anderen Motor. Ah, guck mal, ja, jetzt hast du gerade einen Fehler gemacht. Was? Ich habe mich schon gewundert, warum da so viel Platz auf einmal ist. Du hast den Pleuel Dieter leider falsch reingeschickt. Ah, ja klar. Die hat ja für eine mich, Anschlagseite. Für mich ist das natürlich Gewohnheit, weil ich immer V6-Motoren zusammenbaue. So, für Andi war das gerade das erste Mal reinstecken heute. Ja, hallo. Und pass auf, zeige ich euch. Guck mal hier, René, wenn du von der Seite drauf guckst. Das Pleuel hat immer eine flache und eine dicke Seite. Und es laufen immer die beiden Pleuel beim V-Motor mit der flachen Seite aneinander. Das hat aber jetzt auch nur geklappt, weil ich beide Seiten symmetrisch weggenommen habe. Genau. So, das heißt, es war so drin, mit der dicken Seite an der dicken Seite. Sie laufen aber mit dünner Seite an dünner Seite. Aber dann passt es am Kolben nicht. Dann ist der Kolben auch falsch rum drauf. Aber das ist egal. So, und siehe da. Da war echt auf einmal ziemlich viel Spiel. Ja, ne? Ja. Jetzt wandert nämlich das ganze Pleuel wieder weiter in die Richtung. Ja. So, also im Kolben sitzt es logischerweise noch genauso geil. Ja. Und Lampe weg. Lampe hier. Lampe in den Hosentaschen gesteckt. Ja, siehst du? Au. Also ist immer noch okay, ja. Aber man sieht halt wirklich, wie eng das wie ist. Wie knapp die Party da unten lang geht. Ja, krass. Ja, das müssen wir jetzt leider bei allen 10 machen. Jedes einzelne Probe montieren. Dann wird das halt noch was länger. Zurechtdrücken und weiter geht's. Aber ich würde sagen, das machen wir auf jeden Fall heute noch fertig. So, wenn du jetzt hier mal von der Seite so rein filmst, dann sieht der schon ziemlich geil aus irgendwie. Sieht symmetrisch aus. Mal gut hinbekommen, ne? Feinwinkelmechaniker Philipp. Ja. Hast du eigentlich jemals irgendwas mit Handwerk gemacht? Nein. Bist du eigentlich im Büro Hengst? Nein. Was denn? Marketing Hengst? Nee, ich habe einfach mein Leben lang schon geschraubt. Ah, cool. Aber nichts gelernt. Leben lang geschraubt und nichts gelernt. Ja, genau. Learning by doing. So, ich würde sagen, also eigentlich können wir jetzt die Kohlwelle montieren. Praktisch. Wir müssen das erst nochmal alles checken. Einmal pro, ne? Ja. Okay. Aber alle dann Probe stecken. Ja. Alter. Wir müssen jetzt ja nicht jeden einzelnen Komplett hochschicken. Wir können noch einen einfach überall reinschicken. Nach und nach, weißt du? Mhm. So, also das sieht schon mal galaktisch aus, Alter. Das sieht aus wie. Okay. Sieht aus wie ein Werk. Ja, das sieht aus. Von hier siehst du es richtig geil. Ich sehe da nichts. Ja. Wir sehen sie nichts. Nee, sieht auf jeden Fall pornös aus. Ah, du hast das 16er Objektiv drauf. Mhm. Die Naheinstellgrenze ist bei dem Objektiv nicht gut. Aber wir können ja auch mal beide reinstecken, weißt du, auf einen Zapfen, damit man mal sieht, was da für eine Party ist. Cool. Es wird langsam. Jetzt kommt sie durch. Nee, jetzt komme ich nicht an der Wange vorbei. Okay, warte, dann müssen wir. Noch ein bisschen? Ja, ja. Das ist perfekt. Alter, was eine Symphonie. Mhm.
erzählt er nämlich mal, wie eng die hier nebeneinander stecken. Mhm. Hier ist auf jeden Fall genug Platz, aber wir müssen hier mit dem Kollegen noch einen Ticken rüber. Siehst du hier? Mhm. Genau, deswegen müssen wir das jetzt alles einmal Probe stecken, damit wir das jetzt nochmal final einmal alles ausrichten können. Bei dem Motor hier geht das zum Glück noch. Warte ab, bis du den ersten Limo-Motor machst. Ja, Katastrophe. Nee, weil da ist noch weniger Platz. Also nicht noch weniger Platz, hier kannst du es immerhin sehen. Ja, bei, Limo, bei Limo sitzen die Spritzdüsen so, dass du es nicht siehst. Ich hab grad schon. Also hast du schon. Da sieht man sie noch nicht mal. Aber hier musst du noch einmal reinfilmen, René. Wenn das irgendwie geht. Hier sieht man jetzt halt schön, wie in dem Bereich ist der Kolben jetzt unten. Okay, man sieht es wirklich wenig. Man kann nur hoffen, dass man sieht. Warte, komm, wir machen mit dem Handy. Es ist wirklich unscharf, weil die Naheinstellgrenze von dem Handy leider. Von dem Handy. So, hier sieht man, wie der Kolben da reinfährt. Wenn wir jetzt aber wieder zurückgehen. Oh. Hier geht es ums Pleuel jetzt, ne? Ja, genau. Sieht man jetzt gleich. Man kriegt es nicht. Doch, ja. Da. Wie eng das da auch ist, wenn das Pleuel dran vorbeigeht. Mhm. Das heißt, jetzt haben wir hier einen Millimeter. Ja. Und wenn der Kolben wieder kommt. Da ist auf jeden Fall auch genug Platz. Haben wir auch einen Millimeter. Kann man machen so. So, okay. Das heißt, wir stecken jetzt alle 10 einmal rein, gucken uns das probehalber an und dann... Feinjustierung nochmal und dann läuft das. Und dann können wir die Kurbel montieren, ne? Ja. So, finaler Moment. Ich glaube, seit 5 bis 7 Jahren arbeiten wir das auch hin. Es ist aber schon lustig, dass ich gerade daran erinnern musste, dass wir doch jetzt final wirklich die Kurbelwelle einbauen, dass wir das doch filmen sollten. Auf jeden Fall, jetzt kommt es rein. Es ist soweit. Deswegen, weißt du, ist mir jetzt eigentlich nur eingefallen, dann machen wir ordentlich Montagepaste. Ja, ich habe nämlich gerade hier den Dichtring vorher noch drauf gemacht, weil das immer deutlich einfacher ist. Mhm. Und deswegen hatten wir sie eigentlich nur noch mal rausgenommen. Ja, also, mein Schatz, viel Spaß. Mit den... Hier hoch, da hoch, da hoch. Ja, jetzt langsam runter, da mehr hoch. Du bist leicht schief. Warte. Wo ist diese eigentlich? Nee, nicht hochlassen. Mach runter. Ja, jetzt. So, hier Anlaufscheiben passen auch. Was ist das für ein Gefühl? Eine Erleichterung. Zu wissen, dass diese Welle nie wieder hier rauskommen wird. Ja. Nur noch rausfallen. Rausfliegen. So, jetzt nehme ich mal noch mal ein bisschen oben drauf. So, jetzt können wir nicht leider können wir jetzt nicht einfach nur draufstecken. Sondern jetzt kommt das Thema Dichtmasse, ne? Mein Lieblingsthema. Ich habe jetzt gerade schon die Oberfläche hier gereinigt, entfettet. Also nicht da voll matschen. Und die gute Subaru, Treeband 15, 1215. Boah, 5 PS mehr das Ding jetzt hier. Ja, oder weniger. So. Ja, lass uns mal Gedanken machen. Ich mach mal und du guckst, ja? Mhm. Das waren hier Wasserkanäle, oder? Nee, ist Öl. Das ist Ölrücklauf? Mhm. Also ich würde da zur Sicherheit auf jeden Fall außen auch nochmal gehen. Okay. Haben wir hier... das geht nach außen, ne? Das bedeutet, wir brauchen hier in dem Bereich auch eine Abdichtung, ne? Da sitzt die Kette. Und dann kommt erst der Flansch. Okay, die Kette läuft eh im Ölbad, ja, ne? Ja gut, weil es ist immer kritisch, hier an den Lagerstellen mit Dichtmasse zu hantieren. Hier ist das klar, weil hier am Ende ist muss dicht sein. So. Das ist aber dann Wasser. Ja, das ist Wasser. Aus dem Grund ist hier die Nut. Hier ist eine Dichtung vor. Und wenn die Dichtung undicht wird, geht es dann raus und nicht in den Ölkreislauf. Dann siehst du, wenn es da rauspinkelt.
hier ist theoretisch umlaufend im Block ein O-Ring. Mhm. Trotzdem Dichtmittellauf? Mhm. Dann keins. Das sind zwei Planflächen. Mit O-Ring passt das eigentlich immer relativ gut. Was hier hinten? Hier muss auf jeden Fall... Das ist auch ein O-Ring. Der ist aber auch ein O-Ring. Ah, okay, ja. Dann passt das. Mhm. Die stehen auch... Stehen auch recht weit ab. Also das wird sich schon gut... Nee, das sind zwei Planflächen. Das funktioniert. Okay. Ja, dann... ich wollte gerade sagen Hochzeit, ist aber keine Hochzeit. Halbe Hochzeit. Das ist hier. Nee, stopp. Jetzt hätten wir fast einen Fehler gemacht. Hier läuft ja logischerweise das Ölbad auch. Ja. Das heißt, hier würde ich schon lang gehen. Sonst kommt da ja, sonst kommt es hier durch. Ja, ja, richtig. Hier vorne auch, auf jeden Fall. Kettenkasten. Ja gut, da ist ein bisschen Nebel, aber besser ist da auf jeden Fall drüber zu gehen. Und was auch sinnvoll ist, glaube ich, hier um die Schrauben, weil sonst kommt das Öl aus der Schraube raus. Schön so ohne Handbuch so einen Lambo-Motor zusammenbauen. Learning by doing. Können wir, oder? Guckt nochmal in Ruhe, wir haben noch ein bisschen Zeit. Junge! Semmering passt hier schon mal auch gut. Komm, ich hab das hier mit der Kurbelwelle. Jetzt Paste drunter oder Öl? Wir haben sie immer mit Öl festgezogen jetzt in letzter Zeit. Und wir haben auch mit Öl das Drehmoment, die Lagerspiele und so kontrolliert, also Öl. Öl. Machen wir jetzt, fangen wir erstmal mit 30 Newtonmeter an. Ziehen wir so in der Schnecke hier an, ja, und dann arbeiten wir uns hoch. Aber man merkt, dass das durch das Öl da keine irgendwie Haftreibung ist, sondern schön gleitet. Gleitet, ja. Ja, ich finde halt an dem Öl besser als an dem Fett, dass es ein bisschen sauberer ist. Weißt du, dieses Fett ist ja später überall in der Ölwanne und so weiter. Dieses ALP-Fett, ja, ist katastrophisch. Hast du auch an jedem Finger sozusagen. So ein bisschen wie Antriebswellenmanschetten. Ja. 50 ist echt kritisch. Fühlt sich so bei diesen dünnen Dingern heftiger. Mhm. Was ich aber ohne Öl cool finde, es knackt halt rein gar nicht. Ne? Weißt du, mit dem Fett hat man öfter mal so ein bisschen knackt. Mit Öl. Mit dem Öl, das ist so, da läuft das so weich. Was war das für eine Festigkeit? 16.1 oder so? 16.9. Ne? Also eigentlich haben die so 18.8 ist das. 18.8, also die haben 1800 Newton. Total. So, das heißt, eigentlich kann so ein Achter sogar, ich sag mal, locker 70, 80 Newton, ne? Mhm. Aber das Alu im Block. Puh, haben wir alle. Letzte Runde, 120. Was eigentlich ganz cool an den Drehmomentschlüssel ist, du musst gar nicht unbedingt auf die Schüssel gucken. Ne? Also du kannst. Ja, kannst auch. In dem Moment, wenn es piept, hörst du auch so. Oder ich gucke eigentlich überwiegend auch nur auf die Ampel. Yes! So, jetzt würde ich nochmal einmal mit 50 die abknacken. Ja. Okay. Das ist super. Das ist mit dem dicken Öl montiert. Das ist normal, dass man so einen gewissen Stick-and-Slip-Effekt hat. Passt. Ja, vor allem, das ist ja richtig klebrig, das Öl, ne? Ja. Vor allem ist der Simmering jetzt auch schon drin. Passt. Sitzt, passt, fuck. Dann einmal nochmal 50 die kleinen. Weißt du, aber manchmal hat man das ja so, wenn man mehr anzieht, dass die anderen nachgeben. Ja, klar, aber dafür müsste sich die Plate komplett noch weiter gesetzt haben. Und ich denke, das ist schon bei 80 oder wie viel wir da gemacht haben. Aber wir können ja mal ziehen. Kannst du jetzt sehen, ob du was gezogen hast? Nee. Macht gar nichts. Macht gar nichts? Aber ist egal, ziehen wir mal.
das Losbrechen im Moment ist ja viel höher wie beim Anziehen, weißt du? Wobei doch so ein bisschen drehen sich tatsächlich. Nein, da passiert gar nichts. Oh. Drück doch, drück. Jetzt zieh mal. Hey, pass auf, guck du unten. Guck ganz genau hin. Nee, natürlich ist mir nichts. Doch. Du hast auch gemerkt, dass sich nichts tut. Ich hab's gesehen. Weißt du, was sich vielleicht bewegt, ist, dass du den Stehbolzen so leicht... Ja, nee, super. Das sieht zwar jetzt nicht nach viel aus, aber Alter, das war ein großer Schritt. Hauptlagergasse passt, die Ölspritzdüsen passen, die Kolben passen, die Pläu passen. Das ist jetzt immer die halbe Miete. Man könnte sagen, springt morgen an, ne? Der Rest ist doch alles, das zusammenzubauen im Vergleich zu der ganzen Bearbeitung, ist doch ein Peanuts. Naja, ich bin happy, völlig geil, dass das Ding jetzt hier immerhin die Welle schon mal final drin ist. Ich würde sagen, das war mal wieder ein längeres Video. Danke fürs Zuschauen. Motormontage ist immer noch nicht fertig, aber im nächsten Video seht ihr dann auf jeden Fall, wie wir Kolben Pläu stecken, auslitern, ganz wichtig, wir müssen wissen, wo wir stehen bei dem Motor, Ringe rein, Köpfe drauf und dann sind wir auf dem richtigen Weg. Ringe rein wird auch nochmal Party. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.